Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns immer noch auf dem großen PWR-Add-on Metropole Ruhr und fahren heute die Rücktour der Linie 268 hier von der Zeche Franz Hanil wieder zurück nach Bottrop und dort zur Klopriesstraße. Ich hoffe, wie gesagt, es könnte auch Klopriesstraße heißen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Bitte korrigiert mich in den Kommentaren. Ja, und das Ganze auch über den ZOB in Bottrop. Und natürlich auf der Rücktour nutze ich ebenfalls den mitgelieferten Solaris Urbino 12 in der vierten Generation Euro 6 Motor automatisch Schaltgetriebe von Void. Wie gehabt und guten Tag. So, dann schwinge ich mich auch mal auf meinen Platz, weil es geht nämlich gleich los. Und dann schauen wir mal, dass wir hier die Rücktour nach Möglichkeit ohne irgendwelche große Zwischenfälle haben werden. Wobei ich die Befürchtung haben werde, an der einen Ecke kurz vorm Schluss bei der Betriebsfahrt dorthin, bin ich dort richtig schön abgeflogen. Ich hoffe, das passiert mir nicht jetzt im Video noch einmal. Aber wenn, dann warne ich euch schon mal vor. Aber das ist dann eher zum Schluss vom Video hin. So, und jetzt gucken wir mal hier auf die Uhr. Naja, ein Minütchen hätten wir noch. Mache ich mich mal abfahrbereit und dann bin ich mal so frech und drehe genau die eine Minute noch ran. 12.48 Uhr ist Rückfahrt. So, zu sehen ist niemand mehr. Oh, ich habe nicht einmal Licht im Bus an, sehe ich gerade. Dann machen wir das doch noch. Ja, halbe Beleuchtung. Ja, komm, wir machen volle Beleuchtung. Reicht so. Türe zu, das hätten wir schon auf der Hintour alles einstellen können. Und jetzt geht es los hier. Ja, ich stehe hier. Es binkt, ne? Dann fahren wir auch genau pünktlich los. So. Dann hoffe ich mal, dass die Ansage hier kommt und uns was ansagt. Nächste Haltestelle, Heinrich-Heine-Straße. Ich glaube, da kommen wir noch nicht hin. Wir sehen erst einmal. Nächste Haltestelle, Herr Nächste. Ja, die sagt er wieder nicht an. Aber jetzt sind wir da richtig. Komm, das bisschen Berg schaffst du doch hier. Los. Ja, du dürftest nicht so zeitig umschalten. Das ist ein bisschen dein Problem, aber wir kriegen es hin. So, wir sind oben. Oh, es wäre sogar grün. Schaffen wir das noch? Ohne, dass uns da jemand stört. Das sieht ganz gut aus. So, das passt doch. So, das wäre nämlich hier die Haltestelle. So, jetzt aber auch nicht stehen bleiben. Ist denn da jemand? Da ist gar niemand. Da können wir gleich weiter düsen. Die Oberhausener Straße war das übrigens. Und dann geht's gleich für Haltestelle. Heinrich-Heine-Straße. Genau, da rein. So, aus der Richtung. Was schimpfst denn du schon wieder? Ich bin ganz sanft gebremst. So, möchte denn hier jemand mit? Ja, da steht jemand an der Haltestelle. Dann machen wir das doch auch. Guten Tag. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob hier irgendwie was mit 30 ist. Ich gehe jetzt mal stark davon aus. Nein. Herr der Straße. Wir können ja 30 fahren. Da sind wir auf jeden Fall dabei. So, du möchtest ebenfalls mit. Das ist aber ein bisschen hässlich hier. Also mit dem Gelenkzug wäre das ganz uncool hier. Guten Tag. Hallo. Die Oma möchte nicht mit uns mit. Dann ist es so. Und gleich die nächste Haltestelle. Hatte ich mal irgendwann erwähnt, dass mir die Abstände viel zu kurz sind? Irgendwann. Nächste Haltestelle, Fuhlenbrocker Markt.
Hallo. Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. Hallo. Dann entsprechend halt, ich muss auf Verkauf drücken. Ach, und dann sehe ich es wieder nicht, welches Knöpfchen ist. Ich vermute mal ganz vorn. Jawohl, 280. Entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Ich bin doch dabei. Möge er sich ein wenig gedulden. Danke. So, Abfahrt. So, und jetzt weiß ich gar nicht, müssen wir abbiegen oder geht es geradeaus für uns weiter? Ich glaube, wir müssen abbiegen, weil nämlich aus der Richtung kommen wir auch. Nächste Jawohl. Haltestelle im Fuhlenbrock. So, ich bleibe mal ein ganzes Stück vor der Ampel stehen, weil ich hatte beim Rausfahren, naja, es hat gerade so gepasst. So, gucken wir mal rein. Das sollte eigentlich passen. So, hier kann man jetzt nur hoffen, dass uns nach Möglichkeit nichts entgegenkommt. So. Hallo. Nicht drängeln, es kommt jeder mit. Einmal normal, bitte. Normal, das wären 280 bitte. So, zack. Danke. Und zack. Bitteschön. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel rausgeschmissen, aber ist erstmal egal. So, hier sind glaube ich 30, aber ich sehe es gerade. Nächste Haltestelle. Lindhorststraße. Da ist aber niemand. Oh, ey, ich habe bloß ein bisschen Gas gegeben. Ja, ich weiß, du bist sehr empfindlich. Nächste Haltestelle, Eichendorfstraße. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo man am Zopp... Ah, ich glaube auch Mittelbahnsteig war das. Wo wir am Zopp ankommen. Da haben wir bestimmt auch vielleicht ein klein wenig wieder Aufenthalt. Hallo. Guten Tag. Ja, der Übergang vom zweiten in den dritten Gang ist relativ kurz. Nächste Haltestelle, Hallo. Parkfriedhof. Oh, nochmal Hallo. Oh, da ist auch ganz schön was los hier. Verfrühung. Ja, ich merke schon. Hm. So, gedrückt hat niemand. Ist denn jemand, der mitfahren möchte? Ja, Manfred möchte mitfahren. Hallo Manfred. Hallo. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. Einmal eine Kurzstrecke. Ist das gleich das zweite? Kurzstrecke normal 1,70 bitte. Das war jetzt ein bisschen viel gewesen, wa?
Sehe ich anders? So, bitteschön. Das war jetzt ein bisschen viel gewesen, wa? Wie hast du es nicht mehr gegeben? Achso, alles klar. Noch was raus, wa? Das war jetzt na dann, alles. Bitteschön. Entschuldigung, ich hatte mich verguckt. Soll ja vorkommen. Selbst wenn, kannst du doch mal den Verkehrsbetrieben 30 Cent spendieren. So, es wäre grün, dann mal nicht so bummeln, ja. Nächste Haltestelle, Sportpark. So, das steht zwar hier dran, aber gibt es hier auch was irgendwie was Sportmäßiges? Das gucken wir uns doch gleich mal an. So, bitteschön. Einmal einsteigen, bitte. Hallo. Hallo. Ein Fahrschein, bitte. Ah, als wenn ich es gewusst hätte. 2,80 bitte. So. Ja, ist es denn heute? Ach, alles klar, ich sehe gerade. Geht's vielleicht noch ein bisschen kleiner? Geht's. Ich sehe gerade, ich vergreife mich gerade immer die Tasten. So, dann gucken wir doch mal nach den Sportpark. Wir sind sowieso ein wenig früh dran. Dann gucken wir doch mal, da haben wir das schon getan. Also auf der Seite hätten wir Kleingärten. Das hinten sieht mir nicht eher aus wie Sport. Aha, hier hätten wir so eine Halle. Ja, könnte man vielleicht gerade so durchgehen lassen. Okay, gut, wieder zurück zum Bus und ins selbigen hinein. Türen zu. Und wenn ich schon einmal dabei bin, dann schalten wir gleich noch hier die Kasse um. Abfahrt. Was hast du denn in der Richtung? Um sie müssen wir noch was nachladen. Ach so. Vielleicht sollte man auch die Handbremse lösen, die man vorher eingelegt hat. Das hilft ungemein. Ja, ich wollte den Bus ja nicht ohne Handbremse verlassen. Nächste Haltestelle am Lamperfeld. Da ist rot. Hallo. So, ich glaube, hier müssen wir noch nicht abbiegen, aber an der nächsten Kreuzung müssen wir uns dann mal links einordnen. Nächste Haltestelle, Pferdemarkt. Meine ich, mich erinnern zu können. Das ist noch grün für mich. Tut mir leid, aber das nehme ich mit. Wenn Umsi dann die KI dann noch nachgeladen hat. Noch mehr KI? Okay. Guten Tag.
pünktlich um 1 sind wir am ZOB. Gucken wir dann mal auf den Fahrplan, wann wir wieder losfahren müssen, weil ihr seht ja, die Kasse spricht Verfrühung und da stelle ich dann auch mal die Uhr entsprechend vor. So, jetzt bitte aber auch diejenigen hier rübergehen, die hier gedrückt haben. Dass es weitergeht mit den roten Ampeln, brauche ich nichts mehr vordrehen. Ich meine, da wo der Kollege schon steht, der C2, da müssen wir hin. Ich glaube, mittlerer Bahnsteig war es. Da steht aber auch gescheit da, um das mal zusammenzufassen. So, kann man den irgendwie überzeugen? Moment. Da muss ich sogar bis ganz vor. Ich meine hier mein Ziel gelesen zu haben. Hä? Jetzt bin ich aber überfragt. Bin ich jetzt am falschen Bussteig? Sorry Leute, ich muss jetzt mal echt gucken hier. Weil beim Abfliegen habe ich das doch gesehen. Oder hätte ich doch da hinten mich hinstellen müssen? Okay. Ach, wir müssen ganz hier rüber. Okay, mein Fehler. Wie kriegen wir denn das geregelt am gescheitsten? Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Mal ein bisschen rückwärts fahren. Ich weiß, das ist nicht richtig. Mein Fehler. Ich war der Meinung, wir müssen hier mit hin. Nächste Haltestelle, Passstraße Realschule. Nee, da will ich nicht hin mit euch. Du kommst reingefahren, das ist aber okay so. Komme ich an dir vorbei. Das kriegen wir auch noch hin da hinten. So, jetzt haben wir die Ecke. Jetzt können wir langsam anfangen einzuschlagen. So, muss man hier rüber gucken, ob da irgendwas ist. So, jetzt würde ich sagen, Hammers. Was ist denn jetzt los? War die Motorsteuerung gerade überfordert, kann das sein? Ja, ich merk's. So, jetzt haben wir aber den richtigen Bussteig. Da haben wir auch gleich mal die Verfrühung ein bisschen abgearbeitet. Bussteig 2 müssen wir. So. Irgendwas hat er. Nee, jetzt ist mal gut. Arbeitsamt. Jetzt ist immer gut. Jetzt müssen wir erst mal
richtig stellen wieder. So, wir hätten immer noch 3 Minuten. Wahnsinn, da habe ich schon hier jetzt Zeit vergeudet ohne Ende und wir haben immer noch 3 Minuten. ZOB 2, 13.08 Uhr müssen wir abfahren. Ja, es ist 13.05 Uhr. Dann würde ich mal vorschlagen, entsprechend drehen wir jetzt vor. Kommt vielleicht noch jemand? Ach ja, KI nochmal nachladen, allerhand. Da haben wir es doch. So, kommt noch jemand? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut. Was blinkt denn da mein Bus? Was hat er denn für Sorgen? Ach, ich weiß, was hier blinkt. Vielleicht sollte man ja mal, wenn man schon mit Warnblinke fährt, dann auch selbige wieder ausmachen. Schon gewundert, was ja die ganze Zeit blinkt, aber das war die Warnblinke. So, jetzt wissen wir ja Bescheid, wieder bloß bis ans Stoppschild. Seite da vorne ist grün, aber ich sehe nichts Grünes, also schön bis ans Stoppschild hier. So, stehen wir einigermaßen nicht im Fahrbereich, das sieht ganz gut aus so. Jetzt dürfen wir. Jetzt sag nicht, dass ich immer noch Verfrühung hätte. Passstraße Realschulen. Hallo. Ein Kinderticket. Kind. Hat man doch schön. Das ist, glaube ich, das hier. 1,70. Bitteschön. So. Und dann wird die Ampel rot. Ist das schön. Aber ich ziehe jetzt einmal quer rüber. Na, wären sowieso nicht bei dem Grün dabei gewesen. Ihr seht es ja, 3 Autos kommen rum. Mehr ist nicht. So, gucken wir mal auf die Ampel da drüben. So haben wir sie besser gesehen.
Ach, jetzt haben wir auf einmal Verspätung. Die ganze Zeit fahre ich mit Verfrühung, jetzt habe ich auf einmal Verspätung, wie sonst was. Komisch, oder? So Leute, grüner wird's nicht und jetzt auch ein bisschen Beeilung hier. Nächste Haltestelle, Prosperstraße, Arbeitsamt. Nächste Haltestelle, Brinkstraße. Nächste Haltestelle, Passstraße. So, der wartet, obwohl er eigentlich Vorfahrt gehabt hätte. So, was ist mit euch beiden? Ihr wollt mit mir nicht mit, habe ich so den Eindruck. Nein. Nächste Haltestelle, Prosperstraße, Ostring. Ist das davor oder danach? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube danach. Es wäre grün. Jetzt kommt gleich die Ecke, wo ich diesen Abflug gemacht habe. Sollte ich es wagen. Nächste Haltestelle, Knappenstraße, Prosperstraße. Ach, das ist noch davor die Haltestelle. Ich wollte gerade sagen, sollte ich es wagen, mit Kollision rumzufahren? Ich werde es wagen. Vielleicht ganz langsam rumfahren. So, bitteschön. Wie gesagt, ich bin hier rumgefahren und habe dann einen richtigen Abflug gemacht. Vielleicht hören wir dann auch mal, wie die Haltestelle richtig heißt.
So, dann versuche ich doch mal mein Glück. Ganz vorsichtig, ganz langsam rumfahren. Nicht, dass es mich wieder abschießt hier. Nächste Haltestelle, Malakow-Turm. Zugang zum Grusel-Langbrett. Gut, diesmal scheint es gepasst zu haben. Ich hatte übrigens auch danach dann eine entsprechende Fehlermeldung, dass ich einen Unfall provoziert hätte. Könnte natürlich auch sein, dass im ungünstigsten Fall, genau in dem Moment, wo ich hier um die Kurve bin, mehr oder weniger unter mir sich ein Auto gespawnt hat. Warum auch immer, wieso, weshalb, sei es erstmal da drum egal. Und das kann ich natürlich dann auch in den Himmel schießen. So, diesmal hätten wir Vorfahrt. Guten Tag. Guten Tag. So, mal vorausschauen, schauen. Ich sehe da gerade nicht wirklich was kommen. Nächste Haltestelle, Bahnübergang. Wollte es gerade sagen, haben wir vielleicht Glück, dass da auch wieder was kommt. Es blinkt, es gehen auch die Schranken zu, aber vorneweg muss man noch die Haltestelle bedienen. Bitteschön. So, hier scheinen vorrangig Lidmüllers zu fahren. Aber bloß mal so nebenbei. Die könnten durchaus viel längere Züge fahren als bloß das bisschen da, aber okay. So, jetzt aber bitte nicht einschlafen. Ich stehe mit dem Fuß auf der Schiene. Spätenbruch. Ja, ich weiß, hier ist 10. Kann man mit dem Standgas fahren. Ich weiß nicht, warum du blinkst. Hier geht's geradeaus. Aha. So, hier ist niemand. Nächste Haltestelle in der Wellheimer Mark. Nächste Haltestelle Döckelhorst. So, sagst du mir die letzte bitte mal an, wie die richtig heißt? Nächste Haltestelle, Kloppriesstraße. So, diesmal muss ich ausholen, weil hier nämlich was parkt, was beim Herfahren nicht geparkt hat. Also die Kloppriesstraße, wie auch immer das richtig ausgesprochen wird. So, jetzt sind wir aber auf jeden Fall wieder zurück und können die Leute ausladen. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich hier ein bisschen mehr Pause habe als bloß 2-3 Minuten. Schauen wir doch mal. Stellen wir uns mal schön hin. So, dann bitte aussteigen da hinten. Und der Fahrplan sagt, dass wir 59 Sekunden zu spät sind. Und wir hätten... gerade irgendwie geht gar nichts weiter.
Finde ich ja cool. Musst du noch was laden? Ich gehe mal vom Gas runter. Tut sich noch was oder war es das jetzt? Weil dann würde ich einfach das Video jetzt beenden, weil es macht keinen Sinn, jetzt hier nochmal laden. Schade, also im Fahrplan habe ich noch gesehen. Leute steigen leider nicht mehr aus. OMSI reagiert auch aktuell nicht auf meine Eingaben. Das ist richtig uncool. Aber dennoch war das jetzt die Rücktour der 268 von der Zeche Hanil kommend wieder hierher bis zur Kloppriesstraße in Bottrop beides. Ja, ich hoffe, es hat gefallen und ihr seid auch im nächsten Video, wenn wir die nächste Tour, das ist nämlich dann schon die 380, fahren werden, wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich jetzt einfach mal Tschüss.